So, neues Video und jetzt habe ich hier, ich habe das iPad 1. Aus welchem Grund? Das gehört nicht mir, das gehört meiner Oma. Die hat das iPad 1 und hat immer ihre Mails gecheckt und alles Mögliche. Und natürlich schon etwas älter. Und da haben meine Eltern und mein Onkel sich gedacht, ich kaufe meiner Oma dieses gute Stück. Ja, das ist Wunder drin. Also mit meinem Licht hier habe ich so ein bisschen Probleme, weil ich habe keine Softboxen, aber mal schauen, vielleicht ist es ganz gut. So, ein iPad Pro, 32 GB in Weiß, soweit ich jetzt weiß. Und wir machen das einfach mal auf. Wenn ich es hinkriege. Ja, das Plastik habe ich schon mal weggemacht, weil ich wollte mir schon mal angucken, muss ich gestehen. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Warum immer? Diese Vakuumverschlüsse von Apple sind eigentlich voll geil. So. Da ist das gute Stück. Diese Lasche rausziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Passt es ins Bild? Ja. Stell die Kamera scharf. Hallo, Kamera. Ja, stell scharf. Ich hoffe mal. Das ist riesig. Das ist das alte iPad. Das ist das neue. Scheiße, das ist halt riesig. Ja. Es ist auch mega dünn. Ich würde erst mal sagen, hole ich das hier weg. Und wir machen das gute Stück mal auf. Also umdrehen, natürlich hier. Ein riesen Apfel drauf, also. Also, scheiße, das ist riesig. Also, wow. Wow, also das ist ein Weiß. Das gute Stück. Es ist verdammt groß, muss ich wirklich sagen. Also, mal die Dicke zu sehen von den beiden Geräten, das ist halt schon ein Riesenunterschied. Das ist krass. Also, ich bin hier gerade mal vollkommen geflasht. Was mir gerade auffällt, was wir weggelassen haben, ist der Sleep-Button. Dieser Button, den man hier so runterziehen konnte, den es beim iPhone gibt, dass das iPad halt lautlos ist. So, ich würde mal sagen, ich power es jetzt mal an und dann sehen wir uns wieder. Hello? Nein, ich will so. Slide. Ich möchte Deutsch haben. Also, ich sehe jetzt erstmal hier Passwort eingeben fürs WLAN. Das iPad, die Tastatur ist verdammt groß. Das ist. Okay, ich kann es anscheinend nicht kippen, warum auch immer. Die iPad konnte nicht. Internet funktioniert nicht, warum auch immer. Probieren wir es nochmal. Super, aktivieren. Dann erstelle ich erstmal die Apple-ID für meine Oma und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen auf dem iPad. Stand da gerade. Und wir sind da. Und das ist riesig. Also, ich bin wirklich erstmal begeistert von diesem Ding, weil es erstmal so übelst geil groß ist. Die Tastatur ist schon mal mega geil, finde ich jetzt persönlich. Was ich nicht weiß, nein, 3D-Touch gibt es nicht im iPad. Das wusste ich nicht. Jetzt will ich erstmal ausprobieren, weil es gibt ja diese coolen Lautsprecher. Und ich will jetzt erstmal einfach irgendein Video starten. Mal gucken, wie sich diese Lautsprecher, also die Lautsprecher an jeder Seite hier oben ist eine, da ist eine, da und da, wie sich die anhören. So, ich habe jetzt erstmal das letzte Go on Tech Video rausgesucht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Go on Tech. Heute auch mit dem Leon und zwar Heilige das Scheiße. Unboxing von dem guten. Und ich habe mir jetzt heute den Chromecast 2 gekauft, weil mein kleiner Bruder den 1er kaputt gemacht hat. Ich weiß, viele Leute haben sich darüber aufgeregt, warum vier Lautsprecher. Man könnte auch einen größeren Akku reinbauen. Ich bin mega begeistert von diesen Lautsprechern gerade. Man hat wirklich dann dieses Gefühl, man hat dieses iPad in der Hand und man spürt einfach den Ton. Dass ihr es euch mal vorstellen könnt, wie groß das ist. Ich lege es mal nach vorne. Jetzt müssen wir noch Sicherheitsfragen beantworten. Ich freue mich ja wie ein Keks. Dass ihr mal seht, wie groß das ist. Bisschen größer als ein DIN A4 Blatt. Das ist einfach nur mega krass. Ich möchte mal die Kamera ausprobieren. Oh mein Gott. Ja, erlaub mal. Oh mein Gott. Das ist verdammt kacke. Groß. Scheiße. Also, es ist ja mal riesig. Und. Oh. Also, man kann Slow-Motion-Aufnahmen aufnehmen. Wusste ich einfach gar nicht. Mal gucken, was passiert. Also, die Bildqualität ist natürlich vollkommen bescheiden. Aber man kann Slow-Motion-Aufnahmen aufnehmen. Auch gut. Warum auch nicht? Man kann Slow-Motion aufnehmen. Wer es braucht, ich nicht. So, ich bin hier gerade am Schneiden, ganz fleißig.
Aber Tim hat mich noch darauf hingewiesen, weil ich mit ihm gerade im TS bin. Habe ich Multitasking ausprobiert? Nein, habe ich nicht. Also probieren wir das nochmal schnell aus. Ich habe mir die Weltuhr, das habe ich nur von der Seite reingezogen. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Von oben kann ich jetzt alles Mögliche runter scrollen, ziehen, whatever. Was nehme ich nicht? Ich möchte mal die Karte. Erlauben. Erlauben. Und ich, das ist halt mega geil, weil ich kann einfach wirklich mit beider Dingen so hin und her wursteln und wischen und das ist geil. Also, ich habe halt jetzt vollwertig zwei Apps da. Ups, nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht zeigen, wo ich wohne. Aber das ist mega geil, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt haben wir ja erstmal das iPad so ein bisschen angeschaut, aber wir haben hier noch das gute Stück von Verpackung. Eigentlich macht man es ja am Anfang, aber ich war so begeistert vom iPad, ich wollte es nicht am Anfang machen. Erstmal hier ein 2 Meter Lightning-Kabel, soweit ich jetzt weiß. Also ist auf jeden Fall ewig länger als das hier. Ich habe kein originales hier, aber man sieht es schon. Das Schwarze ist kürzer. Mega geil, warum machen wir 2 Meter? Vielleicht weil das iPad so groß ist. Wie immer ein bisschen Klopapier. Mit iPad Pro drauf, also dass man sich cool fühlt. Und Apple Sticker, warum nicht, ne? Braucht jeder Mensch. Apple Sticker, ohne die geht's nicht. Einen Steckdosenadapter mit 12 Volt Power. Ich packe jetzt das gute Stück einfach mal wieder hier alles zusammen. Oder kein Mensch. Außer ein bisschen in den Schrank stellen oder so, was weiß ich, wenn es einen freut. Ich bin mega begeistert von dem iPad. Viele Leute haben gesagt, es wäre voll schwer. Finde ich jetzt eigentlich nicht. Natürlich mit einer Hand bedienen ist unmöglich. Was ich ein bisschen komisch finde, ist einfach, dass dieser Platz hier zwischen diesen Apps so groß ist wie, also die Pixelanzahl zwischen den beiden Apps, ist so groß wie beim ersten iPhone, das ganze Display. So, jetzt habe ich das iPad eigentlich geunboxed. Ich bin jetzt fertig. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Außer mit dem Ding jetzt noch ein bisschen rumspielen. Das mache ich aber nicht mehr vor der Kamera. So, dann war es das mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, einfach in die Kommentare rein und abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Auch wenn wir hier so oft Videos bringen. Ich glaube es ja gar nicht. Ende.